Das All. Die Erde. In unmittelbarer Zukunft, am Ende des 20. Jahrhunderts. Der Planet wird von einem Atomkrieg heimgesucht. Aus der radioaktiven Asche Nordamerikas erhebt sich eine neue Art von Soldat. Hauptcortex online. Theta-Wellenimpulse bei 4 und steigend. Jetzt 4.6. Es funktioniert. Beta-Induktion. Halten Sie ihn unter 0,5 Impulsen. Glied-Aktuator online. Aha. Cyberherz schlägt mit 130%. Er ist sehr stark. Laden Sie das Programm. Zurück, Sergeant Rex Power Cold. Sie sind jetzt ein Arc 4. Halb Mensch, halb Maschine. Zusammen Cyber Command. Wach auf, Schweinebacke! Die Zentrale meint, deine Übertragung wäre lahm. Die müssen dich neu kalibrieren. Mich? Ich bin so gut wie perfekt, Bruder. Alle Männer wollen wie ich sein. Und du stehst auf Männer. Ja, verstanden. Wir nähern uns dem Ziel. Befehle von Briar Patch kommen rein. Missionsparameter. In Feindbunker eindringen und gegnerische Missionsdaten downloaden. Einsatz tödlicher Waffen bewilligt. Gegner ist Gefahrenstufe schwarz. Wiederhole. Gefahrenstufe schwarz. Genfer Konvention aufgehoben. Lieutenant, gegen wen verdammt treten wir da an? Keine Ahnung, Sergeant. Aber Stufe schwarz? Da kommen da wenige Trupps in Frage. Und zwar nur die besten Spider. Alarm! Alarm! Leider Skynet entdeckt. Kilodrohne 7-3 nicht länger auf Tarnvektor. Ausweichen! 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 Heißt das, was ich denke, dass es heißt? Ha! Genau wie damals in Mittelamerika. Ich gehe mich mal amüsieren. Oh yeah, baby. Und da bin ich endlich mal am Steuer jetzt hier. Ich, euer Nick. Moin moin, Iwitz. Was geht ab? Moin moin, Freunde. Willkommen hier zu unserem neuen Let's Play von Far Cry Blood Dragon von Ubisoft. Und sie haben schon angekündigt, dass sie das Spiel selber nicht so ganz ernst meinen. Also kann es ja wohl wirklich ein Heidenspaß werden. Juhu! Freunde, ich bin ehrlich, ich habe jetzt hier die halbe Nacht gewartet, bis es auf Uplay erschienen ist. Aber irgendwie kam das bei mir nicht so ganz. Und dann, ja, habe ich irgendwann dann verzweifelt ins Bett gegangen. Die Tränensäcke waren schon leicht entzündet und habe mich dann schlafen gelegt. Heute Morgen dann endlich erschienen und ja, sofort an die Aufnahme rangesetzt sind. So ein sagenhaftes Spiel. Können wir uns einfach nicht entgehen lassen, denn ich war von Far Cry 3 komplett hin und weg. Und deswegen erhoffe ich mir jetzt hier meinen restlichen schwarzen Humor. Nochmal eine ganze Palette davon. So. Das fängt ja gleich gut an hier. Mitten im Gemetzel. Kennen wir alles so. Und ja, also wie gesagt, ich freue mich tierisch aufs Game. Hoffe, da kriegen wir auch echt einiges hier an Lachern auf die Palette. Bring uns sofort runter. Weiter Flug zu Koordinaten. Ich habe meine Befehle. Ich suche den Bunkereingang. Und ich sorge für Ablenkung. Zeigen wir denen, wie Cyber Commandos das machen. Mark Full-Style, Schnullerbacke! Yeah! Oh Mann, ey, das ist so geil. Ich halte mich ja schon da zurück, in den Filmfrequenzen zwischenzureden, aber ich kann einfach nicht. Oh yeah, baby. Das ist so das richtige Evil-Game. Far Cry 3 Blood Dragon mit euer Nick
Oh yeah, baby. Ich würde sagen, kann gleich weitergehen. Das verspricht ja gleich schon eine super Laune, dieses Game hier. Ich meine, bei so einer Musik. So, Spurkorrektur. Erstes Achievement freigeschaltet. Aktiviere Tutorial-Programme für Sergeant Rex Power Cold. Tutorial-Programme? Lade Grundausbildungsprogramm 101 aus Militärnavigation für Dummies. Automatisches Waffenholstern für leises Vorgehen. Ah, du blödes Arschloch. Viel Spaß! So, Bekanntmachung. Drück Enter, um zu beweisen, dass du lesen kannst. Ja! Ah, verfick nochmal! Wenn Sie springen wollen, springen Sie. Drücke leer, ich muss aber lachen über den vorigen Witz. Drücke leer, um dich in Richtung der der Z-Achse zu bewegen, ohne den Boden zu berühren. Spider, ich hasse dich. Gehen Sie in die Hocke. C-Hocken, dies trainiert den Quadrizeps, achso, den Quadrizeps und deinen Gleichgewichtssinn. Lass mich Leute töten, verdammt! Ja, echt mal! Was gammeln wir hier drum? Um sich umzusehen. Das ist nicht cool! Die nehmen uns hier richtig hoch. Durch Bewegen können sie sich in zahlreiche Richtungen fortbewegen. Ach, echt? So, WASD, um zu gehen. Warum? Rennen ist wie gehen. Nur schneller. So, drücke L-Shift, das habe ich gerade eben automatisch schon gemacht. Um einmal primär hier zu stören rennen. Diese Tutorials ihre Zerstörungswut? Nein, aber sie steigern sie. So, eliminieren alle Cyber-Soldaten. Gerne. So, das kennen wir hier schon richtig. Da haben wir sogar, hier hat man hochklettern können. Das haben wir gleich übersprungen, alles klar. Also ultra schnell sind. So, jetzt gehen wir in die Hocke. Machen Sie einen Messer-Takedown, indem Sie sich anschleichen. Das kennen wir alles von Far Cry 3 noch. Ja, Messer-Takedowns einfach mit F schön vorhin und unentdeckt bleiben. Das kennen wir doch alles. So. Markieren Sie Gegner zur leichteren Verfolgung. Zoomen mit Hilfe deiner Wahrnehmungskräfte auf ein Ziel, bis es markiert wird. So, das Cyberauge. Einmal ranzoomen, alles klar. Bei Far Cry 3 war es die Kamera. Hier ist mein mieses Cyberauge. So. Legen Sie arglose Gegner mit ihrem D20 ab. Nerd. Nerd. Sechsseitige Würfel gibt es seit 5000 Jahren. Wirft einen Würfel mit T, um Gegner abzulenken. Ist das euer Ernst, Mann? Hier. Rätselt ein wenig. Den hätten wir. Die sind von der Omega Force. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Alter, das war knapp. Aber du hast Herz, Bruder. Schaffen wir die alle? Komm, hier kriegt man noch einen. Das ist ja unbegrenzt, das Ganze. Dann rätselt euch mal richtig einen ab. Oh ja, das sieht gut aus. Und? Nach einem Messer-Takedown können Sie mehrere Gegner per Ketten-Takedown ausschalten. So, bewegen WASD nach einem Takedown in Richtung eines weiteren Gegners, um einen Ketten-Takedown auszuschalten, okay? So, jetzt habt ihr es aber. Was ist denn da los die ganze Zeit? Ah! Sehr schön. Gut. Ach du Scheiße, was holen wir denn hier gerade raus? Cyberherzen? Jeder Cyber ein Cyberherz? Ja, jeder Cyber hat ein Cyberherz. Okay. Gut, ja, das fängt ja schon richtig klasse an. Also ich mal sagen, die Grundlagen haben wir jetzt wirklich drauf. Wie wir jetzt hier schon Takedowns machen und uns mit unserem Körper hier auskennen, das ist doch super. Ich sammle mal ganz kurz nochmal, keine Ahnung wieso, meine Cyberherzen hier aus. Die habe ich ja gerade eben vergessen. Ich meine, das kann sicherlich nicht schaden. So, jetzt haben wir auch alle hier gestohlen. Ja, das... Also wer jetzt sich nicht Far Cry 3 angeguckt hat, sollte das vielleicht nochmal tun, denn es ähnelt hier wirklich sehr, sehr viel. Ansonsten kann ich sagen, das ganze Game ist halt von Ubisoft entwickelt, kostet 15 Euro und man braucht nicht Far Cry 3 als Grundversion. Ja, aber alles andere oder weitere sollte man einfach nochmal in der Videobeschreibung nachlesen können. So, wir machen weiter mit der Entdeckung und die Entdeckungsanzeige erscheint, wenn Gegner dich sehen können, das haben wir gerade eben schon gut gesehen.
Sie fühlt sich, wenn du Gegner, wenn dich Gegner langsam erkennen. Sie blinkt, wenn du entdeckt wurdest. Alles klar, mit Waffen ziehen und feuern. Links zum Feuern, rechts zum Zielen. Die Standardeinstellung würde ich sagen, die verschiedenen Waffen verfügen über unterschiedliche Schussmechaniken, die mit Aufsätzen modifiziert werden können. Ziele mit der Zielvorrichtung deiner Waffe, um einzuzoomen und präziser zu schießen. Ja, okay. Bekanntmachung. Dieses Tutorial werden präsentiert von Kubashiyashi Cyborg Shiryu. Wir schmieren für eine bessere Zukunft. Ach, Freunde, ihr seid die Besten. Benutze die Umgebung und Objekte, um in Deckung zu gehen. Ja, Granate, drücke Taste rein. Das ist gut. Das sind nämlich immer meine Granaten-Settings. In den meisten Games haben sie immer nicht so. Ich mache es mit mittlere Maustaste reindrücken, um eine Granate zu werfen. Du kannst mittlere Maustaste halten, um die Granate erst abzukochen und loslassen, um sie zu werfen. So, stehlen, laufe über Leichen, um automatisch Munition einzusammeln. Das wusste ich in Far Cry auch erst sehr spät. Für Credits musste sie manuell durchsuchen. So, Bekanntmachung, keine Lust auf Tutorials, dann kauf ein Upgrade auf Kobashis Tutorial Premium und wir spielen das für euch. Und wir spielen das Spiel für dich. So, Waffenrad. Drücke, oh Mann, jetzt lasst mich in Ruhe, ich werde dich weiterfetzen, Mann. Drücke und halte 1, um das Waffenrad zu öffnen. Dabei handelt es sich eher um ein metaphorisches, als um ein echtes Rad. So, Q ist mit heilen, das ist noch wichtig. Und Cyberpunkte, das wundert mich jetzt noch mal gerade eben. Ich glaube, hier gibt es auch noch so eine gewisse Levelanzeige. Mit Cyberpunkten macht das Töten von bösen Jungs noch mehr Spaß. Wenn du Feinde tötest, Missionen beendest und sammel Gegenstände Klaus, die nicht dir gehören, erhältst du Cyberpunkte. Lerne neue Fähigkeiten und werde ein noch stärkerer, noch böserer Cyberkommando mit Cyberpunkten. So, nervig, drücke Enter, damit diese herablassenden Mitteilungen verschwinden. Ich hasse Tutorials. Oh ja. Das hier ist besonders schlecht. Wer mag das schon? So, jetzt haben wir hier unsere erste Pistole. Nach einem Messer-Takedown können Sie einen Shuriken auf einen nahen Gegner werfen. So, drücke Linksklick, um einen zweiten Gegner im Sichtfeld zu töten, nachdem du mit F1 Takedown begonnen hast. Benutze dabei dein Shuriken bzw. Ninja-Messer. Habe ich denn das? School's out for summer. Oh, da habe ich. Ich gehe gerade ganz kurz mal meine Waffen durch. Alter, was habe ich denn alles dabei? Voll ausgerüstet. Alter, wir haben alles Mögliche dabei. Lassen wir es erstmal bei der kleinen Waffe. Das war gerade knapp, die hätten uns gerade beinahe gesehen. Deaktivieren Sie den Alarm, damit keine Verstärkung kommt. Genau. So, hier gibt es jetzt irgendwo so eine Art Alarmknopf. Forschungsdaten, Mine, Missionsziel, verhindere, dass Alarm ausgelöst wird. Wo ist denn der Alarm? Den müssen wir natürlich erstmal dann finden. Ah, da vorne in der mittleren Karte. Hier haben wir mehrere Symbole. So, die lassen wir dann mal schön brav mal vorbeilaufen oder vorbeifahren eher. Gut, hier sind überall ein paar Gegner noch. Hier liegen wie schon so ein paar Tote. Weiß auch nicht, was da los ist. Ah, da auf der Minimap mal einen Blick geworfen. Ist die Anzeige voll, kann der Feind sie sehen. Ich hab mich da gerade fast gesehen. So, ausgeschaltet das gute Ding. Das war's jetzt. Jetzt können die erstmal keinen Alarm hier auslösen. Das heißt, wir können uns jetzt sogar ein bisschen lauter hier rumbewegen. Oh. Wer entdeckt mich denn immer so halb? Ich weiß es gar nicht noch. Ich sehe es nicht. Die Waffenrad-Subroutine, um auf andere Waffen zuzugreifen. Komm, wir nehmen jetzt mal was Dickeres. Schöner Headshot und... Oh ja, Freunde, jetzt geht's endlich mal los hier mit dem Kämpfen. Keinem Gegner übrig lassen. Piu, 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 piu. Ich guck grad mal. Oh, jetzt ist da sogar was mehr oder weniger halbautomatisch. Ach du Scheiße, Sniper haben die denn auch? Lebensanzeige ist noch okay, wir können uns trotzdem einmal mit Q heilen. Mensch, da halten manche echt ganz gut was aus.
Was haben wir denn noch hier? Oh, das sieht nach was ganz Bösem aus. Müssen wir gleich mal gucken, wie das sich schießt. Ach so, ein Sniper. Da drücken wir erstmal auf Distanz den Heli. Aber uns hat es auch richtig erwischt jetzt hier mit Q-Heilen. Aber das war zu spät. Was geht denn hier ab? Also, wow, Freunde, da geht es ja gleich schon richtig zur Sache. Vielleicht habe ich einen leicht zu schwierigen Schwierigkeitsgrad gewählt, denn ich glaube, ich hatte... Denn ich glaube, ich habe Schwierigkeitsgrad schwer gewählt. Deaktivieren Sie den Alarm, damit keine Verstärkung kommt. Keinem Gegner ist die Anzeige voll, kann der Feind Sie sehen. So, und ich glaube, wir haben jetzt erstmal direkt den Alarm ausgelöst. So wie das sein soll. Sonst bleibt doch der Spaß. So, ist gar nicht so einfach hier, das Köpfchen zu treffen. Sagen, es war bei Far Cry ja fast leichter. Ah, komm schon! Komm schon, Papi! So, müssen wir uns ein bisschen unsere eveligen Schießkünste zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ihr gerade gesehen habt, aber er legt auch voll geil nach. Zack und zack. Woo. So, wo ist denn der fucking Alarm? Da ist er. Ist er kaputt? Ja, der ist ausgeschossen. Sehr gut. Das heißt, sie können jetzt schon mal keine Verstärkung mehr rufen. Wir sind wieder auf demselben Stand wie gerade eben. Und gucken nochmal, was wir noch haben. Pumpgun ist ja auch ganz nett eigentlich. Schlafen kann ich, wenn alle tot sind. Oh ja, yeah, Baby. Du sagst es, mein Freund. Ah, da ist noch ein Alarm. Den haben wir kaputt geschossen, das war sehr wichtig. Wow, was nimmt uns denn jetzt hier halb was? Ach, da oben. Oh, und das war eine Granate. Holy shit, die werfen uns hier gleich schon mit Granaten. Bombardieren uns hier halb ein. Ich meine, das können wir auch. Schon wieder Granate. Hier, kriegst du zurück, mein Freund. Wo sind die denn alle? Die werden mir jetzt hier, manche werden mir auch gar nicht richtig angezeigt. Wir gehen mal ein bisschen aufs Dach. Ich meine, wir müssen uns ja nicht gleich jetzt hier schon den Arsch aufreißen. Aber ein bisschen anstrengen können wir uns ruhig mal. Dann können wir auch mal ein bisschen Sport machen hier. So, Takedown. Danke. Ich lege dich in dein Totenbett und decke dich mit 6 Fuß Mist zu. Oh ja, Baby, so machen wir das. Den hatte ich im Auge. Den haben wir. Und sehen wir jetzt hier irgendwo noch so einen nervigen Sniper? Oder irgendwas anderes Nerviges, weil sonst können wir die Seilrutsche betätigen. Oh, da können wir sogar gleich mit einer Pistole weiterschießen. Würden es hier Gegner geben? Gibt es aber nicht, deswegen. Bei uns hier nochmal irgendwo. Ah, da ist noch einer. Erwischt, mein Freund. Oh, hier sind sogar noch ein paar mehr. Da haben wir sogar richtig was zu tun. So, der muss aus seinem Versteck noch rauskommen. Ansonsten haben wir hier noch einen. Ah, komm schon. Gar nicht so einfach. Nie wieder Migräne, Mann. Nimm das mal hier. Zu weit. Nein, war gar nicht so weit. Ups. So muss das aussehen. Und gleich noch eine zweite dazu geworfen. Können wir auch nochmal die ganze Zeit die Seilrutsche betätigen. Dankeschön. Mission abgeschlossen. Das Sniper gefällt mir jetzt schon. Briar Patch, warum sagen Sie nicht, dass es Omega Force ist? Das war mal Omega Force. Das Main ist übergelaufen und wir müssen wissen, warum. Bringen Sie in den Bunker ein und besorgen Sie die Daten vom Hauptrechner. So, Freunde, also wir laufen auf jeden Fall erstmal primär über die ganzen Leichen nochmal rüber, damit wir mal wieder ein bisschen Munition Neues bekommen. Triff Spider im Bunker des Eingangs. Am Bunkereingang, so. Lass uns erstmal zum Hauptrechner und herausfinden, was hier abgeht. Genau, Freunde, das machen wir jetzt auch erstmal. Unseren ersten Death hatten wir schon, sonst würde ich jetzt an dieser Stelle sagen: Freunde, was sagt ihr? Wann sterbe ich das erste Mal? Das ist wirklich Omega Force. Das ist ganz geil, weil die Schall gedämpft ist. Oh, ho, 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 ho. Ein schwer gepanzertes
Takedown können Sie mehrere Gegner per Ketten-Takedown. Komm, Cyber! Er lebt immer noch. Ja, Pussy, so ist es. So, laden wir den Scheiß nach und er lebt immer noch. So, jetzt hat er endlich auch mal ins Gras gebissen, mein Freund. So, du machst das hier, Spider. Wie geht's dir? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Alter, Spider, wo bist du? Ich bin ganz ernst. Okay, wir müssen weiter vorgehen. Okay. Hier bist du, Spider. Bist ja schnell wie eine Spinne. Nehmen Sie den Laufsteg, um sich über dem Feind in Position zu bringen und auf ihn fallen zu lassen. Welchen Laufsteg denn? Achso, hier geht's schon weiter. Okay. Dann machen wir das nochmal. Ah, das ist ja geil. Spider ist wo unter mir? Okay, dann muss ich immer ein bisschen im Auge behalten. Hier haben wir zum Beispiel schon Gegner. Hier haben wir ganz viele Gegner. Gegners. Sehr schön, da ist seine eigene Molotow. Damit hat er sich selber da den Tod gegeben. Bleiben Sie auf Distanz und zielen Sie auf Ihr exquisites Feuerwasser. Nein, das ist Spider. Sorry, Spider. Wir mit unseren heftigen Soundeffekten hier. Boah. Ich glaube, ich habe mich schon in so eine leichte Waffe hier verguckt. Gefällt mir doch ganz gut. Das ist ehrlich einer. Er scheint wohl ganz schön stark zu sein. Spider, dir geht's gut. Vielleicht kann ich dir ein bisschen hier den Rücken noch decken. Wo bist du? Bist du da? Nein, bist du nicht. Ja, klar gebe ich dir Deckung, mein Freund. Aber er sieht ja lebenstechnisch noch mehr als munter aus, von daher. Ja, alles im grünen Bereich. So. Boom. Finden wir den Hauptrechner. Viele neue Granaten, das ist auch gut. Hier hätten wir so eine Art Commander, würde ich sagen. Ja, jedes Mal die Waffe wieder zückt. Amazing. Und was gibt's hier noch? Hier ist irgendwo Alarm. Schalten wir die Maus. Alarm ist nämlich nicht so cool. Und auf der Minimap, wir müssen immer ein bisschen auf der Minimap auf jeden Fall Acht geben. Ich bin ein echter Herzensbrecher. Herzen, was bringen denn Herzen? Das gibt irgendwie Aufladung oder ähnliches. Und was ist hier? Ich weiß es nicht genau. Irgendwas auf der Minimap wird mir hier angezeigt. Da komme ich natürlich jetzt gar nicht mehr richtig hin. Na gut, ich denke mal, es wird jetzt hier nichts Weltentscheidendes sein, also, ja, Spider geht voran und ich folge ihm. Wichtig ist nochmal, oder mich würde sehr interessieren, was die Herzen noch auf sich haben. Das ist ein hochorbitaler roter Speer. Ah, hier sind wir. Die Mistdinger werden alle abgefragt. Bei den Kisten. Achso, das sind ganz normale Kisten, wo ja Objekte, Munition, der kanadischen Einöde zu testen. Geld drin sein kann. Das will ich gar nicht wissen. So, munitionstechnisch sind wir schon wieder ganz voll. Missionsziel erreicht, Hauptrechner lokalisiert. Oh, sehr schön. Da ist er. Wir haben den Hauptrechner. Sichern Sie die Daten. Zeig mal, was du kannst, Lieutenant. Ich kann auch nichts dafür, dass ich's drauf habe. Alarm. Ungefügter Zugriff bemerkt. Kinderbunker. Passwort eingeben. Sie haben 20 Sekunden, um Folge zu leisten. Spider. Scheiße, ich weiß. 5, 4, 3, 2, 1. Sicherheitsgegenmaßnahmen aktiv. Beginne Vorbereitungsdiagnose. Starte Enthauptungsschlagprotokoll. Reno entdeckt mehrere Wärmesignaturen, die sich Ihnen nähern. Sie bewegt sich auf Position, Lieutenant. Ich decke dich. Das hoffe ich. Missionsziel: Lieutenant Brown beschützen, während er den Hauptrechner hackt. Ich muss direkt ins System einbrechen. Aber das könnte meine Hauptcortex-CPU frittieren. Hauptsache, du schaffst es. Deine Frau und dein Kind warten auf dich. Rex, wenn das nicht klappt, sag ihnen, ich bin für mein Land gestorben. Das sagst du ihnen selbst. Hörst du?
Okay. Ich stoße jetzt hinein. Eingestoßen. Ah. So, Freunde. Geschafft. Ich habe die erste Ebene der Mikrochip-Bots durchdrungen. Nein, ist das dein Ernst? Wie geil ist der denn? Ich wollte mich gerade meine Lieben wieder heilen. Er fängt eiskalt an mit so einem Trainingsgerät da zu spielen und das pumpt ihn wieder hoch. So, Sniper-Munition ist leider gleich leer, deswegen wechsle ich mal lieber wieder. Aber wir müssen sie ein bisschen aufteilen. Wir haben auch gerade noch eine Weste, eine Schutzweste, sehe ich gerade. Ach nee, den hat schon erwischt, okay. Er ist mal ganz gut nachladen jetzt, ne? Ich bin fast soweit. Unser Laser-Effekt hier. Alter, es geht ja voll. Reprogrammiere die CPU-Sockel. Schneller. Q zum Heilen. Komm schon, mach irgendwas. We need help. Ja, hol dir den Scheiß da raus. Oh mein Gott, Freunde, das geht ja richtig zur Sache. Wir müssen nachladen, wir müssen den ganzen Scheiß hier reparieren, unseren eigenen Körper. Ich hoffe, der ist tot. Nein, ist er nicht, was er für ein kranker Typ. Viel zu sick für mich. Das Motherboard wird rekompiliert. Nur noch ein paar Sekunden. Missionsziel erreicht, Freunde. So, sehr schön. Dann machen wir ein bisschen Sport. Oh, das war hart. Mission gescheitert. Was? Was? Spider! Konzentration, Lieutenant! Was soll ich jetzt machen? Scheiße! Helo 7-3, sofortige Evakuierung! Lieutenant Brown am Boden! Helo 7-3, im Rex! Große Datenmenge! KI beschädigt! Blut! Blut! Enthauptungsschlag-Countdown hat begonnen. Sag mir, was ich tun soll! Raketen starten autonom! Geh zur Steuertafel! Was? Reiß die Steuerung raus! Auf dem Steuerkasten! Schieß auf den Hirnschirm, Rex! Schieß auf! Nein! Hart, finde die Raketensteuertafel für mich! Habe verstanden. Ziel wird markiert. Mission. Deaktivieren Sie sekundäre Zündsteuerung. Rakete in Position. Was macht der denn hinter uns hier? Ich meine, geht's noch? So, jetzt müssen wir ein bisschen da auf uns selber gestellt. Oder warte mal, was ist das? Was haben wir denn hier noch so für Granaten? Molotov? Oh, was war das denn? Aua! Spiegelwitz, Unterwäsche nackt angezogen, was das an. Oh Mann. Ah, das hat mich irgendwas richtig heftig erwischt und mir jetzt, wenn ich da direkt eine Granate abbekommen hätte. Oh, jetzt müssen wir es nochmal neu machen. Oder? Nein, doch nicht. Ich hab's. Ja! Mission gescheitert. Ja, dann hören wir uns das nochmal ganz neu an. Spider! Konzentration, Lieutenant! Was soll ich. Egal, dann überspringen wir kurz. So, haben wir uns ja schon angehört. Wieso, warte mal, wo war dieser Spanner, Spinner jetzt hier? Speicherschaden, Gamma, Delta, Countdown
Der Spinner hier, dieser Spinner mit dem Schaden. Müssen wir ein paar Granaten erstmal verteilen, würde ich sagen. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich selber angezündet. Das sind da die einzigen, die mir richtig Probleme machen. Die müssen wir jedes Mal mit der Granate wegsnacken. Ah, das könnte auch wieder ein Treffer sein. Ansonsten packen wir nochmal unsere Schrotti aus. C4 wäre auch eine Alternative. Machen wir C4. Jawoll, so kann man es natürlich auch alles klären. Zack, zack. Neustart. Bitte warten. Sie sind wieder online, Colonel. Dankeschön, Darling. Für Sie, Dr. Darling. Dr. Elizabeth Veronica Darling. Colonel Sloan, wir sind's. Sergeant Rex Power Colt. Lieutenant T.T. Brown. Natürlich. Die setzen euch auf mich an? Also das, genau das ist die Definition von Wahnsinn. Darling, Sie sehen vor sich zwei waschechte Mark IV. Die Krone der Schöpfung zu ihrer Zeit. Ich weiß, was mit ihrem Gesicht passiert ist. Der Preis der Macht, Jungs. Macht mag eine gemeine Schlampe sein, aber sie ist eine Wildkatze im Bett. Sir, was ist passiert? Man sagt, dass sie desertiert wären. Das muss ein Irrtum sein. Seit der Zerbombung Kanadas und der Besetzung Australiens steuert die Welt auf den Abgrund zu. Wir sind nicht mehr auf Kurs, Gentlemen. Und jetzt will die Regierung, unsere Regierung, eine Aussöhnung mit den roten Teufeln. Aber ich weiß, wie wir das wieder gerade rücken, Rex. Der ist irre, Mann. Wie lauten eure Befehle bezüglich mir und Omega Force, hä? Wie genau weiß Washington Bescheid? Tut mir leid, Sir. Ich respektiere Sie, aber ich kann nicht... Dann habt ihr ihre gottverdammten Lügen geschluckt. Sehr schade. Hast du meinen Hauptrechner in deinen Cortex geladen? Verdammt noch. Ich weiß, was Sie planen. Ihr Mark IV seid schlau. Nur leider viel zu unabhängig. Oh yeah! Man kann jeden fügsam machen. Oder zur Not ausschalten. Nein! Sie sind tot. Ich habe euch, Mark, vor all meine Kampfkünste einprogrammiert, richtig? Ich sag dir was. Ich gebe dir eine Chance auf den Lottogewinn, Junge. Bam. Sergeant Rex called? Wer ist da? Dr. Elizabeth Darling. Ich habe mich bei der Untersuchung und ihre Kommunikation eingeklickt. Sloan hat sie von Briar Patch abgeschnitten. Was zum Teufel war das? Ich schicke Ihnen Koordinaten. Dort sind Sie sicher. Und warum sollte ich Ihnen trauen? Weil ich diesen Sloan hasse. Oh.
Okay, dann wie lautet der Plan? Bleiben Sie ruhig und versteckt. Die Blutdrachen haben keine guten Augen, aber sie lieben Cyborgs und Menschenfleisch. Was? Hallo? Fuck. Scanne Höhlenraum. So. Gut. Entkommen. Verlasse die Höhle. Sie haben keine Ausrüstung und sind wehrlos. Vermeiden Sie jeden Kontakt zu Cybersoldaten. Ja. Aber bevor wir jetzt erstmal den Kontakt zu Cybersoldaten vermeiden sollen, müssen wir unseren ersten Skillpunkt verteilen. Und bevor wir dies aber tun, muss ich leider an dieser Stelle einen kleinen Cut machen und wir sehen uns dann im Part 2 wieder zu Far Cry 3 Blood Dragon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen Feedback würde ich mich drüber freuen. Was kann ich vielleicht nochmal an meinem LP noch vielleicht besser machen? Stimmt irgendwas mit dem Sound nicht? Etc. Ihr wisst, die täglichen Probleme. Und ansonsten würde ich mich einfach drüber freuen über Feedback. Ja, das sagte ich schon. Ja, ich würde eigentlich weiterzocken, deswegen habe ich gar keinen Bock auf eine Verabschiedung. Muss aber an der Stelle sein. Also Freunde, haut rein, euer Nick und bis zum nächsten Mal.